Greif doch jetzt noch Phobia, jetzt verschwendet sie lieber so. Na, egal. Egal, Phobia ist halt eher so der Draufgänger an meiner Gruppe. Irgendwann muss sie den Job übernehmen. Will ich natürlich noch übernehmen? Oh nein! Ich brauche einen Eisspiegel oder wie das Ding hieß. Oh. Was mache ich denn da? Fire! Na komm, du auch. Wer zuerst die Gegner tötet, hat gewonnen. Oh, wer hätte es gedacht, Phobia ist es. Oh no, ich bin es! Phobia überlistet! Tja, Phobia, da du so schnell bist, hast du nicht die Möglichkeit gehabt, vor mir die Gegner zu zerstören. Und drei Gegner bringen fast so viel Erfahrung wie ein Boss, das ist seltsam. Und nein! Und ich mache Gegner! Okay, warte, wenn ich. Hallo? Wenn ich die angreife mit dem Feuer. Nee, mit dem Erdkack hier. Dann macht Phobia Donner auch auf alle! Und alle tot? Yes, yes, yes! Oh, genau sowas meinte ich, Phobia. Warum machst du das nicht? Weil, guck mal, dann, das spart uns voll viel Zeit. Und oh mein Gott, sind hier viele Gänge. Das wird schön. Ein Labyrinth. Weil das davor hieß Eislabyrinth, glaube ich. Das jetzt als Eispyramide. Diese Pyramide ist mehr Labyrinth als das Labyrinth. Ich war so klar, dass hier ein Monster lauert. Ah, was ist das? Neue Gegner. Darius. Menschen. Egal, wir machen auch dafür keinen Halt. Aus Donneraura, weil er einfach stark ist und es wird schon reichen, um sie zu vernichten, oder? Na, immerhin. Oh mein Gott, nein! Er bittet um Gnade! Hören wir darauf! Ja, anfällig gegen die Attacke. Eis. Super. Feuer ist toll. Okay, gehen wir mal rein. Da oben ist die Kiste, da muss ich hin. Da will ich hin, ja gesagt. Da oben ist auch eine Kiste, so. Da kann ich das nur mit dem Schwert machen. Ja. Pfeile, sehr schön. Okay, Axt, 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 okay. Und jetzt sind wir uns belangen. Jetzt stehen wahrscheinlich überall 5000 Monster rum, den ich gerade durch Zufall auswahl. Natürlich stehen sie genau da, wo man sie nicht sehen kann. Nämlich in diesen engen Gängen. So, vielleicht schaffe ich es ja sogar mal auf Phobias Level zu kommen am Ende dieses Dungeons hier. Denn ich ahne mal, dass hier ein Boss kommt und ich glaube, ich weiß sogar, welcher es war. Da-da-da. Mann, ich brauche dieses verdammte Eisschild, denn irgendwie nervt das, wenn ich die Gegner nicht sehen kann. Ich will sowieso gegen sie kämpfen, aber trotzdem, da kann ich mich wenigstens ein bisschen seelisch drauf vorbereiten, bevor ich so ins Verderben gehetzt werde. Das ist immer scheiße, wenn ich gleich keinen Zauber mehr habe. Dann, ja, dann darf ich wieder zurückgehen, um ihn zu heilen. Oder muss eher gesagt normal gegen die Viecher erkämpfen. Was nicht so cool ist. So, da oben ist wieder eine Kiste, hier ist wieder ein Gang, mal wieder, und da ist wieder ein Gegner. Oh mein Gott, it's Dr. Octagonopus, brrr, Seelenwürger. Ja, toller Name. Komm, du greifst nochmal an. Schwerer Treffer. Phobia macht das schon. Wozu brauche ich andere? Oh mein Gott, das wird lange dauern, sich das hier nochmal alles anzugucken. So, Feuerfluch. Phobia, tu mir bitte gleich und setz dir einen Feuerfluch ebenfalls ein. Fisch am Spieß, lecker. Die würde ich glaube ich nicht essen. Die sind nicht so lecker, die sehen nicht so cool aus, sage ich mal. Monster besiegt, Erfahrungspunkte erhalten, bla. Und runter. Einfach mal. Monster, warte, hier, lecker. Oh Gott, sie fliegen. Feuer. Einfach mal. Einfach mal Feuer, wird schon klappen. Nein, das Vieh ist immun dagegen. Oder die Viecher sind relativ nicht anfällig dagegen, so. Will ich nicht sagen, dann. Ja, okay, okay. Mach ich. Mach ich. So. Warum anfällig? Wetten? Ich war so. Genau, Phobia. Und oh, wir haben sie gerupft. Und du schläfst. Was? Was? Wieso bin ich versteinert? Was ist das denn? Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Bin ich jetzt immer noch versteinert außerhalb des Kampfes? Nee, gut. Okay, jetzt steht hier noch ein Monster rum. Komm, es war so klar. Es war so zu erwarten. Warte, so viele Gegner hier. Hypno-Tentakel. Habe ich noch Zauber? Einen noch. Egal. Probier auch noch ein bisschen, ja. Ein bisschen aber nur. Na gut, die sind normal anfällig dagegen. 750, ich mach 117 Schaden. Sie ist. Warte! Oh mein Gott, das ist ein bisschen gruselig. Ich schalte dich mal lieber auf automatisch hier. Du weißt dir selbst am besten zu helfen. Was zum.
Wie viel Schaden hat sie gesehen und wie lang geht dieser enge Gang? Und wie viele Monster stehen da bitte drin? Rum. Ei, nein, die Eiskrabbe! Nein! Riesenkrabbe heißt sie hier, gut. Sie ist immer noch blind. Manche Sachen halten irgendwie nachhaltig an vom Kampf, das ist böse. Ja, ich kann dich fast mit einem Schlag töten. Du bist nicht so stark wie die Eiskrabbe, du kleine Riesenkrabbe. Bevor wir halten sich erstmal gemütlich, während ich jetzt vier kalt mache, finde ich gut. So. Ist jetzt endlich mal Ende? Nein, einer kommt noch. Es war klar. Ah, was seid ihr? Und sowas. Schnabel. Genau, ich hab keinen Zauber mehr. Nein, hab ich nicht. Kacke. Phobia, aber du hast noch welchen. Wetten, du setzt ihn. Oh, wow, sie setzt ihn ein. Oh mein Gott, sie hat dazugelernt. Phobia, ich bin very proud of you. Ja. So, und jetzt kannst du auch normal angreifen. Nee, du machst es nicht. So, du machst es mir einfach nach. Ah, heil mich. Na gut, okay, das ist auch noch. Wenn ich immer 40 dazu kriege pro Level ab, dann habe ich, ja, auf ihrem selben Level habe ich trotzdem weniger Leben als sie. Mein Gott! Normalerweise haben die, zarten Frauen in Rollenspielen, sage ich mal, immer weniger Leben als die harten Krieger. Aber hier ist es wohl anders, oder habe ich auch kein Problem mit. Ist wohl immer... Nein! Ach, Gegner. Phobia, töte sie. Genauso. Wusch. Spüre meine Axt. What the? Nein! Ah, gut, sie greift wenigstens die Dinger an, die, gegen die sie stark ist. Das ist schon mal toll. Er besinkt mich. Ich widerstehe der Attacke, denn ich bin toll. Und ich schlag vorbei vor allem. Nein, Phobia, warum verschwendest du deinen Feuerzauber? Okay. Eine Kiste, zwei Kisten. Und ich wette, da oben steht noch ein Monster. Nein. Wow. Okay. Wenigstens bleiben die Gegner einmal weg hier. Also, solange man nicht rausgeht, bleiben die Gegner weg, sage ich mal. Das finde ich toll. Und scheiße! Hier sind immer noch Viecher. Okay, ich greife den alten Mann an und kümmere mich um die Birds. Die macht es sogar. Ich muss sie nicht versteinern. Was zum? Wieso treffe ich denn nicht? Und jetzt bin ich versteinert. Phobia, mach du mal. Ich kann nichts mehr machen jetzt. Ich kann nur kämpfen drücken. Ja, auf und du heilst mich. Na, okay, das ist auch toll. Will ich auch hoffen, okay. Sie könnte alles mit einem Schlag töten. Das ist vollkommen egal. Ich muss gar nichts dabei. Nein! Okay. Ich versteinert. Und Phobia, du verschwendest schon wieder deine Magie! Mann, Phobia, denk doch mal ein bisschen nach. Ich bin hier der Berserker-Charakter. Du nicht. Aber du... Egal, die Gegner sind jetzt hier weg, glaube ich, in der Etage. Für immer und ewig! Und ewig! Und ewig! Und ewig! Und ich glaube, diese Eispyramide wird lange, lange, lange dauern. Einige Videos nehme ich an. Denn ihr seht, wie viele Gänge hier sind. Und ja, ich werde sie natürlich, selbstverständlich alle abgehen. Ist wohl klar. Ja, Mann, ich kann hier auch rechts rum. Oh. Das ist schön zu... Na! Schön zu wissen, wollte ich sagen. Okay. Aber wenigstens kriege ich hier... Wow! Wow! Achso, bei drei hat es nicht geklappt, die alle sofort zu kriegen. Die haben noch Gegner? Das war klar. Siehst du, man kann so langsam schon absehen, wo die Gegner sind. Die sind nämlich immer da, wo man auf jeden Fall vorbeigehen muss. Zwangsläufig. Um weiterzukommen. Oh mein Gott, Phobia schlägt vorbei. Und ich treffe. Was ist das? Verquerte Welt. Hacker, Hacker, Hacker! Toll. Dann wäre der Kampf in dieser Runde jetzt vorbei, wenn Phobia keinen Mist gebaut hätte. Was? Was war das denn? Wieso kann der sowas? Okay, das ist scheiße. Hallo? Was soll das? Eil dich nicht andauern, das ist unfair. Das ist unfair, das kann nur ich. Okay, schalte es mal manuell. Denn du weißt ja selber nicht, was du tun sollst. Da scheiße, weil du gerade den Verzauber verbraten hast. Ein Stück. So, du sollst die Viecher angreifen, hier nichts heilen, Phobia. Ey! Der fuckt gerade ein bisschen ab, der Typ. Und ich glaube, ich an den Vogel, du schießt den alten Sack von deiner Wolke. So, nichts heilen mehr hier. Warte, wieso wurde ich versteinert? Was ist das? Was ist das für eine Logik? Ich greife ihn an und bin versteinert. Und du schwickst vorbei, Phobia! Was machst du denn? Ich habe mich getäuscht in dir. Okay, super. So. Heil mal hier. Ne? Kraftzauber. Auf beide natürlich.
So. Na schön. Okay. Hallo, Gegner. Nein, verdammt, wir haben noch eine Minute, sehe ich gerade. Nein, schneller! Okay, die Viecher sterben jetzt. So, Puschka. Okay, die lockt mich nicht so an. Ich hätte auch ins Auge gehen können. So. Okay, du bist weg. So, ob ich noch zur Kiste komme oder jetzt... Ich weiß nicht, ob da noch ein Gegner lauert. Nein, ich bin mal verdammt. Da ist ja kein Gegner laut. Und es laut natürlich noch ein Gegner. Eine Eiskrabbe aber nur. Eine Riesenkrabbe meine ich. Cool, die sind einfach zu besiegen. Wenn ich treffen würde. Okay. Ich glaube, das ist der richtige Zeit, sich gleich überhaupt zu verabschieden. Ich mach's eben auf die letzte Sekunde eigentlich, was ist das? So, weg mit dir. So, noch eben das aufsammeln. Pfeile gefunden, awesome, okay. Ich sag mal, Leute, wir sehen uns morgen bei Mischief Makers oder Mystic Quest Legends. Das waren die Folgen für heute. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Deswegen sage ich und jetzt, tschüss!